Jahre aussitzen war die Regie. Und liebe Genossinnen und Genossen, das war schmerzhaft, was da teilweise passiert ist. Aber wir können, glaube ich, sagen, nach 10 Jahren Sozialdemokratie in der Regierung hat sich viel bewegt in diesem Land. Dieses Land ist toleranter geworden. Dieses Land hat den Ausstieg aus der Atomenergie geschafft. Dieses Land hat einen Anspruch auf Krippenplatz. Dieses Land hat die ersten Mindestlöhne. Liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen das den Menschen sagen, warum sie am 27.09. zur Wahl gehen müssen, warum sie am 7.06. Bernd Lange wählen sollen. Wir können auch auf unsere Erfolge verweisen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen nicht so weit weggehen. Eben saß Jutta Voss noch hier, mehrere unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Viele Ratsmitglieder sehe ich hier. Ich blicke auf die Gesichter oder in die Gesichter von Stefan Weil und Hauke Jagau. Wenn wir in der Region Hannover diese Partei richtig fit machen, dann glaube ich, seid ihr ein ganz verlässlicher Partner. Aber ich sage, ich finde, Partei muss immer einen Schritt weiter sein als die, die politische Verantwortung tragen. Und auch wenn ich den Helmut Schmidt verehre, da stimme ich ihm eben nicht zu. Jemand, der Visionen hat, muss nicht unbedingt zum Arzt. Ich finde, das ist Aufgabe von Partei, immer einen Schritt weiter zu sein und den Leuten sagen, wo wollen wir hin? Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben eine Menge vor uns. Wir werden die Wahlkämpfe begleiten, Bundestag, Europa. Wir werden die Regionspolitik begleiten, die Kommunalpolitik in der Region Hannover. Wir werden auch überlegen, wie wir das inhaltliche Profil schärfen. Ich habe ein Stichwort genannt. Ich will ein weiteres sagen. Neben der Privatisierung, finde ich, gehört, also Ablehnung der Privatisierung der Deutschen Bahn gehört, überlegt, was wir eigentlich tun können, damit wir vor allen Dingen auch ältere Genossinnen und Genossen, aber auch Leute, die noch nicht bei uns sind, für die SPD gewinnen können. Und da müssen wir einen Bereich mal angucken. Und wir stellen fest, dass es zunehmend Altersarmut gibt. Und ich finde den Gedanken nicht unklug, dass man überlegt, jemand, der viele Jahrzehnte gearbeitet hat in seinem Leben, ist die Grundsicherung eigentlich das, was im Zweifel dasteht, oder muss nicht das, was wir als Gedanken für einen Mindestlohn haben, auch für eine Mindestrente gelten? Ich finde, da lohnt sich drüber nachzudenken, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass man mit dem 104b Bildung nicht einfach so einverstanden sein kann, sondern viel mehr fordern muss an Kooperation zwischen Bund und Ländern, wenn es um Bildung geht, ist auch klar. Aber ich finde Edelgards Vorstoß auch richtig, dass wir überlegen müssen, ob es nicht auf Bundesebene auch neben dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz gibt, liebe Genossinnen und Genossen. Aber vor uns liegt viel und wir sollten das in Ruhe diskutieren. Und deswegen zu uns nur ein paar Anmerkungen, wie ich mir die Arbeit vorstelle. Ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir ausreichend Zeit für Inhalte haben und nicht nur über Organisationen im Unterbezirksvorstand und im Unterbezirksbeirat reden. Wir müssen uns überlegen, mit welchen Themen, welche Themen zugespitzt werden und mit welchen wir das Profil schärfen wollen. Ich habe ein paar davon genannt. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir es hin, dass junge Menschen bereit sind, bei der SPD mitzuarbeiten und nichts an Kritik an unserer Arbeit. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass es vielleicht doch besser sein oder spannender sein kann für einen Jüngeren, wenn wir bestimmte Mitgliederversammlungen vielleicht mal anders gestalten, liebe Genossinnen und Genossen. Und das sollten wir gemeinsam überlegen. Und deswegen ist mir eins wichtig. Warum schaffen wir es nicht, dass wir mit 10.000 Menschen eine Kraft entwickeln, die wirklich auch eine Gruppe der Hilfestellung sein kann und der Solidarität? Und deswegen mein Vorschlag,
überhaupt nicht abgestimmt. Wir werden das beraten in den Gremien. Warum können wir nicht dieses enorme Potenzial, was wir in dieser Partei haben, Menschen mit den unterschiedlichsten Qualifikationen, warum können wir das nicht nutzen, dass wir an die jungen Menschen dieser Region rangehen und sagen, wer will, dass er Tipps bekommt, dass er Ratschläge bekommt für bestimmte Berufsbilder und eine Begleitung, so etwas wie ein Pate, das stellen wir ihm zur Verfügung. Ich glaube, das kann ein Schritt gelebter Solidarität sein. Wir haben diesen Fundus, während die anderen sich in Telefonzellen treffen können mit ihren Mitgliederversammlungen und stolz darauf sind, dass sie keine Mitglieder verlieren, haben wir 10.000 und mit denen müssen wir was machen, liebe Genossinnen und Genossen. Also, ein paar Punkte, die zeigen sollen, dass unheimlich viel zu machen ist, dass in dieser Partei, da bin ich felsenfest von überzeugt, ganz viel Potenzial sitzt. Ich weiß, dass ich in den 2 Jahren sicherlich nicht allen gerecht werden kann. Dafür muss man auch unbequeme Entscheidungen treffen, gerade auch bei Personalentscheidungen. Aber ich kann euch versichern, dass ich versuchen will, es mit der größtmöglichen Fairness, für die ich stehe, zu entscheiden. Gemeinsam mit euch. Und ich freue mich, dass sich viele bereit erklärt haben, im Vorstand mitzuarbeiten. Nicht alle werden heute den Sprung da rein schaffen. Umso wichtiger ist es mir, auch darüber nachzudenken, wie wir Gremien jenseits des Unterbezirksvorstandes, aber zwischen Ortsvereinen und diesen Gremien mit den Arbeitsgemeinschaften zusammen installieren können. Ich glaube, wir haben da ein enormes Potenzial. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und bitte um euer Vertrauen. Ich glaube, man kann auch in Hannover noch sagen, Glück auf, gemeinsam packen wir es. Vielen Dank für euer Vertrauen.